Hallo und herzlich willkommen zu Stadtgespräch TV. Ich bin heute im Millionenviertel unterwegs. Es gibt viele Geschichten, woher der Name eigentlich kommt. Aber Millionäre trifft man hier eher selten. Dennoch strahlt das Viertel seit einigen Wochen im neuen Glanz. Die Fassaden wurden gereinigt. Das schauen wir uns gleich genauer an. Die Fassaden sowie die Balkonabdeckungen der Wohnhäuser in der Schweterstraße 90 bis 106 wurden Anfang Juni durch eine Fachfirma gereinigt. Bei dem speziellen Verfahren wird chlorhaltiges Wasser genutzt, um die Reinigungskraft zu verstärken. Das Wasser wird vor Ort aufgefangen und aufbereitet, sodass die Reinigung mit einem geringen Frischwasseranteil durchgeführt werden kann. Das Millionenviertel liegt am südlichen Prenzlauer Stadtrand. Viele Mieterinnen und Mieter wohnen schon sehr lange hier. Kein Wunder! Die Lage ist ruhig, Einkaufsmöglichkeiten gibt es gleich nebenan. Das Millionenviertel ist grün gestaltet und ein Spielplatz erfreut die Kleinsten. Wer sein Zuhause noch verschönern möchte, für den haben die Ferienkinder beim Agenda-Diplom jetzt einen Basteltipp. Bastelalarm bei der Wohnbau. Mit Holz, Farbe, Kleber und vielen kleinen dekorativen Details gestalteten die Ferienkinder beim Agenda-Diplom einladende Willkommensschilder für die Wohnungs- oder Zimmertür. Das ist für mein Zuhause, für meine Mama, dass sie weiß, dass ich, wenn ich Hausaufgaben mache, dass sie draußen bleiben soll. Und wenn ich keine Hausaufgaben mache, dass sie rein kann. Ich mal gerade eine Schnecke bunt. Mhm. Und jetzt bin ich erstmal fertig. Also auf dieser grünen Seite wird herzlich willkommen draufstehen und auf der roten Seite kann ich gerade nicht zeigen, wird dann bitte nicht stören stehen. Sensor zum Umdrehen für meine Tür. Mit so einem tollen Schild kommt man gerne nach Hause. Ich bin jetzt mit dem Außendienstteam der Wohnbau verabredet. Statt Papier und Klemmbrett nutzen die Kollegen das Smartphone als wichtigstes Arbeitsmaterial. Außendienstmitarbeiter Matthias Gatzke spielt hier nicht etwa mit dem Smartphone. Er prüft und plant seine Aufträge für den heutigen Tag. Diese erhält er per E-Mail aus dem Kundenzentrum. Ich bekomme meine Aufträge digital auf mein Handy, suche mir dann den Mieter raus und dann fahre dann zum Ort und mache meine Arbeit und checke natürlich digital alles wieder zurück. Und es ist natürlich viel einfacher digital als mit Zettel und Stift. Auch Raik Oman gehört zum Außendienstteam der Wohnbau. Seine Aufgaben liegen im Bereich der Verkehrssicherung. Er prüft Spielplätze, Treppenhäuser und Balkone auf Mängel und mögliche Gefahrenquellen. Im Rahmen unserer Verkehrssicherungspflicht führen wir regelmäßig Begehungen durch in unseren Gebäuden und die Ergebnisse speichern wir dann auf unseren mobilen Endgeräten. Stellen wir dann Schäden fest, so wie zum Beispiel die kaputte Scheibe, dann wird es hier vermerkt und sofort an den Mitarbeiter weitergeleitet, der das dann gleich bearbeiten kann. Somit werden Wege und Zeit gespart und wir haben immer alles im Blick. Das Außendienstteam der Wohnbau kümmert sich um die verschiedensten Reparaturaufträge, wie beispielsweise ein defektes Treppenlicht oder einen kaputten Spülkasten. Wie Sie eine solche Reparatur schnell und einfach melden können, das zeigen wir Ihnen jetzt. Öffnen Sie die Wohnbau-App. Klicken Sie auf Kontakt und auf das Plus, um eine neue Nachricht an die Wohnbau zu senden. Wählen Sie die Rubrik Schadenmeldung aus und schreiben Sie Ihr Anliegen. Geben Sie dabei am besten an, wo und was kaputt ist, sowie wann Sie für die Wohnbau erreichbar sind. Fügen Sie auch eine aktuelle Telefonnummer hinzu, damit die Wohnbau einen Reparaturtermin mit Ihnen vereinbaren kann. Über den Online-Service Friedrich kommt Ihre Reparaturmeldung innerhalb weniger Minuten bei der Wohnbau an und wird als Auftrag an den Außendienst oder an eine Fachfirma weitergegeben. So einfach geht's dank digitalen Hilfsmitteln. Viele weitere spannende Themen haben wir in der nächsten Ausgabe Stadtgespräch TV für Sie, bei hoffentlich besserem Wetter. Das war's für heute. Tschüss und bis zum nächsten Mal.